Juhu und herzlich willkommen zuletzt bei Professor Layton vs. Phoenix Wright, Ace Attorney. So, wir machen weiter im Verhör und wir haben hier eine Aussage über die Dominica. Als ich die matschigen Abdrücke sah, dachte ich erst, sie seien die Dominicas. Aber das kann ja nicht sein, weil die halt immer an den Leuten abschmiert. Deswegen passt das nicht so ganz. Ihr dachtet, die Fußabdrücke seien die von Frau Dominica? Ja, sie macht immer, was sie will und bereitet uns stets Schwierigkeiten. Ich war sicher, dass sie in den Turm flüchtete, um Schutz vor dem Regen zu suchen. Daher die Abdrücke. Also bitte, Bübchen, wie kannst du dies von mir denken? Der Ort ist tabu und ich nehme Befehle stets ernst. Ich weiß Gehorsam zu schätzen. Dominica, gebt uns Befehle. Wir werden euch gehorchen, was immer ihr verlangt. Doch zuvor habt ihr uns eine andere Geschichte erzählt, Papa Lord. Ihr habt vorher gesagt, beim Andeck der Abdrücke sei euch der Gedanke, das muss die Hexe sein gekommen. Habt ihr geglaubt, dass Frau Dominica eine Hexe ist? Naja, ich habe es nicht wörtlich gemeint. Es ist nur... Dominica ist eine Zicke, die man ab und an eine Hexe nennen muss. Das versteht doch jeder, oder? Es ist ja ersichtlich, was für eine Person... Oh, nein, das sagt sie nicht selber über sich. Es ist ja ersichtlich, was für eine Person sie ist. Aber es ist auch ein bisschen scheiße gemacht mit diesem... dass bei jedem einfach nur Wache steht. Weil man kann nie zuordnen, wer das wirklich ist. Sollte dies der Fall sein, dann müssten die Abdrücke, die ihr im Glockenturm gesehen habt... ja, wie Stiefelabdrücke aussehen, oder? Oh ja, dieser Stiefel. Sie liebt es, die Dinger in die Rücken anderer armer Männer zu graben. Und dann gibt es ja auch Männer in dieser Welt, die Spaß an so etwas haben. Gut, man sollte nicht darüber nachdenken. Wir könnten diese Abdrücke nie mehr verwechseln. Dominikas Abdrücke sind einzigartig. Papa Lot dachte also, dass es lediglich Dominikas Abdrücke waren. Deshalb hat er es nicht gemeldet. Falls ihr es wissen müsst, dies sind nicht meine Abdrücke. Ich habe die schmutzigen Abdrücke definitiv nicht hinterlassen. Das ist ziemlich seltsam. Ja, ich meine, aber das können die ja auch nicht sein, ne? Ich weiß nicht, ist das wirklich die wichtige Aussage oder kommt da noch irgendwas? Der Regen heute auch, bla 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 bla. Haben wir den Rest eigentlich schon angehört? Es fehlt noch der letzte, ne? Okay. Ich erinnere mich an nichts, das hört sich sehr hilfreich an, aber wir hören uns das trotzdem noch schnell an. Aber ich denke, der Kern der Aussage steckt doch in der Aussage von einem Typ, der diese Abdrücke gesehen hat. Verzeiht, aber wir sind uns doch schon mal begegnet, Herr Confucius, nicht wahr? Hab ich ja gesagt. Confucius? Ich muss eure absurden Hoffnungen im Winde der Realität verwehen, Jüngling. Aber guck mal, der hat genau dieselben Gesten, der macht auch dasselbe mit dem Finger, was er auch mal gemacht hat. Habe ich genau gesehen. Einen solch ungewöhnlichen Namen habe ich nie zuvor vernommen. Confucius erinnert mich an einen Philosophen. Ihr erinnert euch nicht mehr? Mitnichten. Wo kam dieser Confucius her? Wo ging er hin? Wohin macht er sich heute auf? Ich weiß es nicht. Dessen ungeachtet ist dies für niemanden von Belang. Ich bin auf einer grünenden Wiese frei jeglicher Gewänder. Während ich den Blüten beim Tanz zuschaue, erlaubt mir mich doch ein Weilchen an meinen Träumen zu weiden, Jüngling. Ihr legt niemanden mehr rein, Confucius. Mit Confucius muss ja seit dem anderen Prozess einiges passiert sein. Vor allem mit seinem Kopf, aber was zum Henker geht mit all diesen Wachen vor sich? Das ist eine gute Frage. In Ordnung, nachdem ich die Aussagen gehört habe, ist nun die Zeit fürs Nachdenken gekommen. Aber es sind zu viele Zeugen auf einmal. Es wird unglaublich nervig sein, sinnvolle Informationen von diesen durchgeknallten Haufen zu bekommen. Auf jeden Fall sind die Fußabdrücke, die im Glockenturm gefunden wurden, erstmal unsere heißeste Spur. Sie wurden nämlich auch von vielen Zeugen gesehen. Also sollten wir uns darauf konzentrieren und sie so lange ausquetschen, bis sie nützliche Infos ausspucken. Ja, das ist der Plan. Wenn ich die Zeugenaussagen nicht anfechten kann, dann ist dies das Ende für Sophie. Ich muss einen entscheidenden Widerspruch aus ihren Aussagen hervorkramen. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal schnell zu der einen Aussage da. Hier, das mit den Dominica-Teilen da. Ich würde sagen, dagegen ist ja eigentlich der Beweis diese Skizze hier. Weil man sieht, dass es eindeutig keine von Stiefeln sind. Weil wie gesagt, sonst müsste der Absatz kleiner sein. Ich zeig das mal vor. Barstrom. Batsch. Ihr wart euch augenscheinlich sicher, dass die Fußabdrücke im Glockenturm die von Dominica waren. Mit anderen Worten waren die Fußabdrücke, die ihr gesehen habt, spitz zulaufende Stiefelabdrücke. Ja, spitz. Es waren definitiv ihre. Wir haben eine Skizze mit den Abdrücken, die nach dem Vorfall gefunden wurden. Oh, das sind ja runde Spitzen. Nun, Herr Papalot, eure Aussage widerspricht dem Beweis. Unmöglich. Ich liebe die Musik, die ist so cool.
Der Gerichtszeichner fertigte diese Skizze an. Sie zeigt den Ort des Verbrechens, wie wir ihn direkt nach dem Vorfall fanden. Ich persönlich bürge für die Echtheit dieser Skizze. Ich weiß nicht. Ich sah, was ich sah und es ist unmöglich, dass ich falsch liege. Wie könnt ihr das sagen? Der Grund ist recht simpel. Wenn ich Abdrücke wie die in der Skizze gesehen hätte, wäre ich niemals darauf gekommen, dass diese Dominikas sind. Ganz genau, diese sehen kein bisschen wie die Dominikas aus. Ah ja, wissen wir, du musst es wissen. Dominikas liebliche Abdrücke sehen so aus. Die Abdrücke hinterlassen einen rätselhaften Eindruck. Vielleicht vermag die Verteidigung den Widerspruch zu erklären. Nur eine Spur Fußabdrücke wurde im Turm gefunden. Ein Zeuge sagt aus, dass die Fußabdrücke spitz zuliefen. Aber die Tatortskizze des Gerichtszeichners zeigt runde Abdrücke. Ist die Wahrheit in der Zeugenaussage oder in der Skizze verwogen? Das ist jetzt so schwierig. Warte. Ich habe eine Idee. Es kann auch sein, dass sie einfach da drüber gelaufen ist nachher, wenn noch jemand gekommen ist. Also würde ich sagen, dass ja beides stimmt. Weil grundsätzlich müsste man die Skizze vorziehen, weil man ja sagt, das haben die wirklich gezeichnet, nachdem der Vorfall passiert ist. Und deswegen müsste das eigentlich ja schon die richtigen sein. Aber Papa Lot wird auch nicht lügen, weil der sieht ja nur das, was er gesagt hat. Also müsste beides stimmen. Ich gehe davon aus, dass wirklich erst die einen da gewesen sind und dann sind die anderen drüber gegangen. Sowohl die Aussage des Zeugen als auch die Skizze sind richtig, euer Herr. Was? An jedem Tag wurden im Glockenturm zwei verschiedene Fußabdrucktypen beobachtet. Wenn nun niemand einen Fehler gemacht hat, dann wurden zwei Spuren auf der Treppe hinterlassen. Hä, nein, nicht zwei, übereinander. Ansonsten ergibt das doch keinen Sinn. Es ist derart offensichtlich, dass es keine Erwähnung bedürfen sollte, aber wenn ihr die Skizze als Wahrheit anseht, dann sieht man lediglich eine Spur. Auch ihr solltet dies klar erkennen können. Es ist dennoch plausibel, dass die Skizze zwei Spuren zeigt. Pah! Wie soll denn das plausibel sein? Schauen wir uns die Ereignisse jener Nacht auf einem Zeitstrahl an. Herr Papalot entdeckte die Fußabdrücke kurz nach Ende des Regenschauers. Dies bedeutet, dass zu jenem Zeitpunkt eine Person schon im Glockenturm war. Ja, das klingt plausibel. Diese Fußabdrücke hatten zulaufende Spitzen. Kurze Zeit später ging eine weitere Person die Treppe hinauf. Aber die zweite Person hat andere Abdrücke hinterlassen. Diese hatten runde Spitzen. Oh, das Gericht ahnt, worauf ihr hinaus wollt. Sehr gut, euer Ehren. Diese zweite Person. Sie ging genau auf den schon existierenden Abdrücken und deckte sie perfekt ab. Was? Dies erklärt, warum nur eine Spur Fußabdrücke zu sehen ist. Ey, dasselbe habe ich mir auch gedacht. Absurd. Ein schönes Märchen, aber wir sind doch hier nicht im Kindergarten. Warum nehmt ihr an, dass es unmöglich ist? Sogar wir können euch sagen, warum. Es ist unmöglich, dass es zwei Eindringlinge gab. Da möchte ich euch glatt aufs Knie legen, Schnuckelchen. Selbst wenn eine der zwei eine fiesbare Hilfe war. Wir hätten auf jeden Fall die andere gesehen. Ja, haben die ja auch schon bei der ersten gesagt, dass sie die gesehen hätten. Was ihr da sagt, ergibt schon Sinn. Aber es ist eine Tatsache, dass nicht ein einziger unter euch den zweiten Eindringling bemerkt hat. Und dies bringt uns zur logischen Schlussfolgerung, dass der zweite Eindringling auch eine Hexe war, die ebenfalls unsichtbar war, als sie den Glockenturm betrat. Was? Was zum schwarzen Ritter? Ruhe! Es gab also zwei Hexen. Zwei Hexen? Das ist echt merkwürdig. Damit hätte ich nicht gerechnet eigentlich. Aber wer wird das denn sein? Weil die haben ja gesagt, das wären diese zulaufenden Absätze gewesen und so, also diese zulaufenden Schuhe. Und dann müsste das ja eigentlich schon Dominika sein, aber wenn die ganze Zeit die Schuhe an den Rücken der anderen Leuten abficht, dann kann es eigentlich nicht sein. Aber andererseits ist sie auch die einzige Frau unter den Rittern. Also könnte es gut sein, dass sie auch den Zugang zum Turm gehabt hätte und ohne Verdacht zu erwecken halt. Wie lachhaft! Glaubt ihr jetzt allen Ernstes, dass zwei Hexen in den Glockenturm geschlichen sind? Es mag euch lachhaft erscheinen, aber es ist dennoch nicht unmöglich. Ihr könnt leicht reden, dass es möglich sein kann, aber eure Theorie allein beweist überhaupt nichts. Oder habt ihr einen Beweis für eure krude kleine Gute-Nacht-Geschichte? Denn wir haben Beweise, dass Sophie der Narrator zum Zeitpunkt des Verbrechens im Glockenturm war. Sie wurde nicht nur von einer Vielzahl Bürger gesehen. Nein, dies wurde zudem nach dem Verbrechen an diesem Ort gefunden. Sophies Anhänger. Wenn ihr glaubt, dass eine weitere Person im Glockenturm war, dann beweist es, Verteidiger.
Nun gut, möge die Verteidigung einen Beweis präsentieren. Könnt ihr beweisen, dass sich eine andere Person als die Angeklagte im Glockenturm aufhielt? Ja, das müssen wir jetzt mal betrachten. Also, wir hatten die Zusammenfassung. Die sagt nichts aus. Die Robe könnte eventuell etwas aussagen, weil man weiß ja, dass Sophie eigentlich sowas nicht getragen hat. Dann, die Apparatur sagt nichts aus. Die Glockenturmskizze sagt nichts aus. Oder? Tut sie das? Nee, tut sie nicht. Okay. Der Wachenbericht wurde stets bewacht und es gab keine Eindringlinge, was natürlich eine Lüge ist. Das liebe Magie sagt auch nichts aus, also kann es nur die Robe sein. Oh, das ist... Was ist das? Dieses Gewand wurde im obersten Stockwerk gefunden. Wie ihr sehen könnt, ist es viel zu groß für Sophie. In der Tat, es scheint einer wesentlich größeren Person zu sein. Wachen, ich bitte euch, etwas zu bestätigen. Ihr habt den Glockenturm seit seinem Auftauchen bewacht, nicht wahr? Ja, das haben wir, ohne Unterlass. Ist vor dem Vorfall schon irgendjemand den Glockenturm hinaufgestiegen? Natürlich nicht! Welchen Sinn hätten Wachen, wenn jeder dort hinaufspazieren dürfte? Ob verdächtig oder nicht, niemand nähert sich je unserem Glockenturm. Leider. Aber ich meine, wenn das jetzt bei diesem Vorfall passiert ist, dass zwei Leute unbemerkt da durchkommen, gekommen sind, dann hätte es doch genauso sein können, dass vorher schon unbemerkt Leute reingekommen sind, wenn ihr es auch nicht gemerkt haben. Ich verstehe, aber... Wie gelangte dieses Gewand dorthin? Erkennt ihr es nun? Im Glockenturm war auf jeden Fall eine zweite Hexe. Ja, wie ist da Bescheid? Aber ich glaube nicht, dass diese zweite Hexe dann Arcana ist. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mir dabei denken soll. Ich habe eher gedacht, dass Sophie so einem Psychozauber unterzogen wurde. Aber ich denke, dass wirklich Dominika mit der zweiten Hexe gemeint ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Hexe Arcana ist. Dafür scheint sie mir irgendwie nicht ausgeklügelt genug, muss ich sagen. Also waren schließlich doch zwei Hexen vor Ort. Ja, euer Ehren. Es stimmt, die Angeklagte wurde im Glockenturm gesehen, und zwar zur Zartzeit. Aber da auch eine andere Hexe dort war, ist es unmöglich zu behaupten, dass Sophie den Feuerdrachen beschworen hat. Ja, so ist es nämlich. Vielleicht hat die einfach nur cool gepostet mit ihrer Katze und so. Beruhigt euch doch, ihr guten Leute! Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Verteidiger uns verwirrt und wir die Lage nicht mehr begreifen können. Es war die große Hexe Arcana, die den schrecklichen Feuerdrachen beschworen hat. Ich werde viel öfter befohlen, was sie ist. Wir trotzten stromschnellen Gebirgen und großen Steppen, um in diesem Gericht auszusagen und die große Hexe zu entlarven. Von was reden die da eigentlich? Ihr werdet es bald genug erfahren. Großinquisitorin Gloria, bitte gestattet uns ein weiteres Mal auszusagen. Glaubt ihr, ihr könnt uns die Wahrheit hinter den Intrigen der Angeklagten offenbaren? Jawohl, Pflaume, Gloria, genau. Wir sind nur einfache Bürger, doch wir bieten euch Aussagen voller Leidenschaft, Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit. Lasst uns zum Wohle Labyrinthias sprechen. Oh Mann, bitte, bitte, lieber Richter, lass sie bloß nicht den Mund aufmachen. Ihr habt meine Erlaubnis. Mögen eure Worte scharf wie Schwerter sein. Mögen sie durch Lügen und Täuschungen bis zur Wahrheit schneiden. Ach, na geil. Noch eine Aussage von 17.000 Zeugen, die in der Zeugenbank sitzen. Jetzt muss ich mich wirklich nicht mehr wundern, dass diese Zeugenbank so riesig ist. Zur Zeit des Verbrechens. Der Schöpfer beendete gerade seine Ansprache auf dem Stadtplatz. Just in diesem Moment erschien die große Hexe. Ich kann die Laute dieser schrecklichen Formel nicht vergessen. Es war definitiv die Stimme dieser Frau. Wir liefen zum Turm, als wir sie sahen, und behielten sie stets im Auge. Schließlich sollte sie ja nicht entkommen. Am Eingang teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Eine stand Wache, die andere verfolgte die Hexe. Ich war in der ersten Gruppe. Ich war einer der Verfolger. Ich lief in den Turm und fing die Hexe. Hä, wie denn? Mit seinem Krückstock da. Außer uns war niemand am Schauplatz des Verbrechens. Wir nahmen das Mädchen gefangen. Eine zweite Person hätte sich dort nirgendwo verstecken können. Es gab keine weitere Hexe. Ich bin mir da sehr sicher. Ich habe den Eingang gewacht und ich habe die Tür abgeflossen. Richtig, Jüngling, der schicksalhafte Turm, der schicksalhafte Vorfall. Wir sahen sie mit unseren schicksalhaften Augen. Oh Gott, sind doch alle ein bisschen behindert. Nun, das Gericht möchte es erneut folgendermaßen zusammenfassen. Ihr alle habt euer Bestes gegeben. Die Wachen erschienen als Erste am Schauplatz des Verbrechens. Ihre Aussagen sind glaubwürdig. Es hat den Anschein, und wenn ihre Aussagen der Wahrheit entsprechen, dann wäre dies der entscheidende Beweis für die Schuld der Angeklagten. Unsere Widersacherin ist eine Hexe, die große Hexe. Der Anschein kann auch trügen.
Ha, wenn ihr dies glaubt, tut euch keinen Zwang an. Klopft die Aussagen ruhig auf Widersprüche ab, falls diese existieren und falls ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Verteidigung, ihr könnt nun mit der Befragung beginnen. Okay, wir können uns ja schon mal ein paar Aussagen anschauen. Und ja, dann gucken wir mal weiter. So, let's go. Ansprache, bla bla bla. Kurz vor Sonnenuntergang waren noch viele Leute am Stadtplatz, oder? Alle Bürger waren dort. Ihr kennt ja den Inhalt dieser tragischen Geschichte, die sich uns allen offenbarte. Das tragische Finale der Geschichte Labyrinthias. Genug Stoff für einen Blockbuster. Stimmt. Es geschah vor nur wenigen Stunden. Es war ein Anblick, den wir niemals vergessen werden. Der Schöpfer erblickte die große Hexe als erster. Sie erschien auf der obersten Etage des Glockenturms. Sie beschwor eine Flamme direkt über ihrem Finger. Der Schöpfer richtete seinen Blick auf diese Flamme. Doch es war schon zu spät. Die Großhexe sprach die Formel. Inferno. Ich kann die Laute dieser schrecklichen Formel nicht vergessen. Okay. Ist das so? Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die Großhexe Arcana die Inquisitorin ist, die Großinquisitorin. Aber es könnte ja auch sein, dass sie vielleicht so Stiefelenden getragen hat. Oder vielleicht einfach Schuhe, die kleiner sind als die anderen Abdrücke, damit man halt drüber treten kann. Das ist so die Frage. Und mit dieser Frau meint ihr? Welch dumme Frage. Natürlich Sophie der Narrateur. Wen sonst? Mit diesem Wort stahl sie das Leben ihres eigenen Vaters. Ja, die Stimme war auf jeden Fall die von Sophie der Narrateur. Diese dämonische Stimme. Sogar mir schauderte davor. Ein wenig. Oh ja, sie schrie diese schreckliche Beschwörung. Inflammatio. Hä, Lügner? Das war Inferno. Was labert der? Falscher Prozess, verwirrter alter Mann. Das war eine andere Hexe. Echt mal. Anscheinend erinnern sich alle an ihre Stimme. Also mal ehrlich, ich glaube auch, dass es Sophies Stimme war. Vielleicht lassen wir dieses Thema besser auf sich beruhen. Ja, wäre vielleicht ganz sinnvoll, damit wir nicht den Verdacht extra auf sie rücken. Wir hätten sie stets im Auge, bla bla bla. Okay. Kam die Wache als erstes am Tatort an? Selbstverständlich. Ich hatte Angst, dass die große Hexe uns entkommen könnte. Also habe ich sie nicht aus den Augen gelassen, bis ich den Turm erreicht hatte. Ihr habt sie also kein einziges Mal aus den Augen verloren? Nein, sogar als ich auf einem Steinchen ausrutschte und hinfiel, war mein Blick auf sie gerichtet. Ihr seid hingefallen? Es ist gefährlich zu rennen, ohne darauf zu achten, wo man hinläuft. Ich sah, wie meine treuen Wachkollegen die große Hexe gefangen haben. In dem Moment stolperte ich und fiel hin. Es ist unmöglich, dass jemand mit der Beschwörerin des Feuerdrachen den Platz getauscht haben soll. Deshalb kann niemand anderes als Sophie der Narrateur die große Hexe sein. Ist das wirklich so? Diese Frage stellen wir uns nämlich jetzt einfach mal und dann werden wir sie hoffentlich vielleicht in den nächsten Parts beantworten. Und dann sehen wir uns dann. Au revoir.